Hey Leute, was geht ab? Ich habe mal ein bisschen geguckt und zwar habt ihr gefragt, was das für eine App war, die ich da im Video benutzt habe. Ich habe schon ein, zwei Mal kommentiert, was das jetzt genau war, aber jetzt mache ich nochmal ein extra Video dazu. Und zwar gebe ich euch hier einen Livescreen auf mein Handy rauf, erzähle ein bisschen was zu der App. Ansonsten kurz vorweg, die App heißt Dash Kommando, gibt's für Android und für iPhone. Ich habe nur ein iPhone, deswegen werde ich euch darüber ein bisschen was erzählen. Und dann braucht ihr einen UBD-Adapter. Da reicht eigentlich ein standardmäßiger, also jedenfalls fürs iPhone, UBD-Adapter von Elm aus, ELM. Ich glaube, der heißt ELM 327. Gibt's bei Amazon, kostet irgendwie um die 15 Euro. Wenn ihr später euch entscheiden solltet, auch diese Kali-App zu kaufen, diese BMW-Kodierungs-App, dann könnt ihr auch den Adapter benutzen, aber der unterstützt, glaube ich, nicht alle Funktionen, die diese Kali-App unterstützt. Das weiß ich jedenfalls. Ich habe den Adapter von Kali für 50 Euro mir damals geholt. Da gab es damals im Dreierforum eine Aktion, die so eine Sammelbestellung, glaube ich, 45 Euro dafür bezahlt oder so. Auf jeden Fall gab es ein paar Mal günstiger mit Versand und so weiter. Das ist ganz geil. Kali-App habe ich auch drauf, benutze ich auch ganz gerne, aber die Auswertung, die Darstellung von Daten, wie ich das in dem Video habe, die kann Quatsch, nicht Dashcam, dieses Dash-Kommando eigentlich am geilsten. Dafür sorgen, dass ihr genau das seht, was ich jetzt auch sehe. Und zwar mit dem ersten Tastendruck auf die App. So, das ist hier das Interface, das man jetzt erstmal sieht auf dem iPhone. Und zwar die erste Sache ist meistens, dass erstmal danach gefragt wird, was für ein Connector ihr habt. Dann könnt ihr da dieses Elm eingeben oder je nachdem, was ihr habt, das werdet ihr dann sehen. Und dann habt ihr unten rechts dieses, da brauche ich gar nicht zeigen, dann habt ihr unten rechts Vehicle stehen. Und dann am Anfang legt man sich immer erstmal ein Fahrzeug an, dann drückt man oben auf Plus, kann dann Jahr, Marke und Modell angeben. Und ich habe jetzt hier ein Auto schon angelegt. Mit Foto und einem möglichen, wer der Besitzer ist. Er liest automatisch schon die Fahrzeugidentifikationsnummer, die nimmt er automatisch schon raus. Und dann habt ihr hier so ein paar Knöpfe. Da gibt es einmal UBD-Settings, da braucht ihr gar nichts einzustellen. Advantage-Settings könnt ihr ein paar Daten zum Auto eintippen. Da erzähle ich euch gleich noch was zu, das ist ziemlich geil. Und dann gibt es dann nach unten das Validate-PID. Das ist ganz cool, dass man da alle möglichen Sensoren auslesen kann und alle möglichen Daten auslesen kann und sich darstellen lassen kann. Das ist ziemlich cool gemacht. Jetzt geht es aber ums Hauptsächliche und das ist das Dashboard. Das ist das, brauche ich nicht. Das ist das, was ich euch hier im Video gezeigt habe und zwar im Querformat. Ich finde die Darstellung ziemlich geil, wenn man es irgendwie im Auto hängen hat und sehen will, wie man beschleunigt, welche Power man gerade nutzt, wie viel Torque man hat, also wie viel Newtonmeter. Und es gibt auch ganz geile andere Darstellungen. Das ist jetzt die hier aus dem Video. Einmal PSI und Acceleration gibt's, dann gibt's hier Power und Instant Verbrauch, also der gerade Verbrauch und die Temperatur vom Intake, also die Ansauglufttemperatur. Und auf der rechten Seite gibt's dann Torque, also Newtonmeter. Und aktueller momentaner Verbrauch, nee, durchschnittlicher Verbrauch, Average, und die Kühlmitteltemperatur. Und das sind so, ich finde die halt in Querfunktionen geiler, ist aber jetzt schwer, jetzt hier gleich darzustellen in Querfunktionen, aber müsst ihr euch auf den Kopf stellen. Das ist so die Option, die ich genutzt habe, ziemlich geil. Man kann das Ganze, wenn man drauf hält und tippt, auch das Ganze loggen und das File Manager, also im Prinzip die Sachen speichern, die man jetzt also die Fahrt kann man aufzeichnen und speichern. Das ist ziemlich geil. Und so, dann gibt es ja weiter. Im nächsten Punkt gibt es so eine Standardanzeige für den durchschnittlichen Verbrauch, den du so in den letzten, da sieht man 5 Minuten, 30 Minuten, 5 Stunden, da gibt es so einzelne drei Tabellen dazu. Dann kannst du Fuel Level auswählen. Ich finde das persönlich jetzt nicht ganz so interessant, weil ich das ja eigentlich nicht nutze. Aber ist ganz cool. Man kann hier auch einstellen, was für einen Spritpreis man hat. Also da kommt eben so eine Meldung, weil ich jetzt gerade nicht connected bin. Da kannst du halt eingeben, was der Liter Sprit kostet. Dann rechnet das zusammen. Ich krieg das irgendwie nicht ganz im Laufen, dass es mit dem deutschen System funktioniert, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ganz nice Darstellung ist das hier. Login, All Files.
Da war meine letzte Fahrt. Und dann könnt ihr euch die letzte Fahrt auch wieder auf dem Handy anschauen. Das ist ganz geil. Ich bringe jetzt mal so ein bisschen Leben in die Bude. Dann hat man da unten so ein kleines Play-Symbol. Da drücke ich jetzt einfach mal drauf. Und dann sieht man zum Beispiel jetzt hier, das ist die Gewohnheit, sieht man hier, dass ich da ein bisschen Gas gebe, wie die Temperatur ist, die Power, die ich abrufe. So, genau, da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Jetzt macht diese Anzeige hier auch deutlich mehr Sinn. Der Tab in der Mitte ist einfach im Prinzip der nicere Bordcomputer mit viel mehr Daten. Das ist ziemlich geil. Also er misst pro Fahrt, du kannst ihn zurücksetzen hier unten, wenn du A, B, C, Time und eine andere Time und seit letzten ganz rechts ist dann seit letzten Volltanken. Du kannst jeden einzelnen zurücksetzen und dann kannst du verschiedene Fahrten, du kannst einen Overall-Take machen und dann auch jede einzelne Fahrt aufnehmen, wenn du zum Beispiel irgendwie in Urlaub fährst oder da irgendwie ganz interessant irgendwelche Touren fährst, wo du wissen willst, was genau verbrauchst du, wie viel Sprit verbrauchst du, welche Leistung hast du abgerufen, ist eine ziemlich coole Sache. Und zwar sieht man jetzt hier, ich habe jetzt Schnitt von 16,8 Liter. Keine Eintragung? Bin 2 Kilometer gefahren, habe da 0,5 Liter verbraucht und das würde mich kosten 61. Das ist jetzt leider der Fehler, den ich da irgendwie nicht korrigiert bekomme. Auch wenn ich da den Preis vom Ultimate schon eingegeben habe, kriege ich das irgendwie nicht hin, dass er da die wirklichen 1,49 für das Ultimate nimmt, was es letztens gekostet hat. Und da siehst du genau die Fahrzeit, wie viel CO2-Ausstoß du hattest für die Ugos unter euch. Auf jeden Fall auch ganz cool. Ja, dann hat man unten noch im Prinzip solche 4 Tabs, die nochmal so ein paar Sachen zeigen, und zwar wie oft man nachgetankt hat, wenn man jetzt eine große Tour fährt, durchschnittliche Geschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit, Motordrehzahl, maximale Drehzahl, maximale Beschleunigung, maximale Bremskraft, die ihr mal gemacht habt, maximale Power, maximaler Boost und dann in welchen Gang ihr rumgegurkt seid, in welchen Gang, wie lange, wie viel Prozent und hier auch wie viel Zeit im Endeffekt das jetzt war, wie viel Zeit ihr in welchen Gang verbracht habt. Das ist eigentlich eine ganz coole Darstellung, wie gesagt, auch hier ist, finde ich, jetzt die Darstellung im Liegen halt deutlich nicer. Also mit im Querformat finde ich halt deutlich geiler, aber ist auf jeden Fall ziemlich coole Spielerei. Dann gibt's noch den nächsten, das ist nochmal ein anderer Tab, wo man nochmal verschiedene Daten grafisch dargestellt hat. Ich vergesse, dass ihr das aber seht. Mit Timing, Fuel Trims, dann habt ihr links den Intake und ihr könnt auch hier durchs Dorf drauf tippen, immer wieder verschiedene Daten anzeigen lassen. Es kommt auch immer ganz drauf aufs Auto an, welche Daten ihr seht und welche angezeigt werden und welche nicht angezeigt werden. Beim Diesel zum Beispiel wird der Katalysator meistens noch mit angezeigt, das weiß ich. Ja, dann müsst ihr schauen, das variiert ein bisschen. Ihr habt hier, wie gesagt, Intake, Ambient, weiß ich nicht, was es ist, Katalysator und rechts den Kühltemperatur. Da könnt ihr auch Lambda anzeigen lassen, AFR, weiß ich nicht, was das ist. O2-Sensor habe ich jetzt nicht. Und dann hier Load ist ganz cool, dann seht ihr die Gasstellung, die ihr aktuell fahrt. Und dann noch irgendwie, weiß ich nicht, die Map, damit kann ich auch nichts anfangen. Rechts habt ihr noch MAF, weiß ich auch nicht, was das ist. Wie gesagt, ihr habt hier ein paar Sachen, die ihr euch darstellen lassen könnt. Was eine ganz coole Sache ist, ihr habt rechts und ihr könnt so eine eigene individuelle Schaltanzeige euch erstellen. Sieht das Ganze dann so aus, dass wenn ihr fahrt, dass ihr könnt einstellen, bei welcher Drehzahl ihr schalten wollt und nicht schalten wollt. Und dann kann man so eine Anzeige auch im Querformat durchgängig laufen lassen. Ich habe das aber eigentlich so eingestellt, dass ich den perfekten Schaltpunkt zum Racen, also wenn ich auf Performance fahre, das heißt irgendwie bei 6600 hat der N52 ja die maximale Leistung, die maximale PS-Zahl und ich habe das so ein Stück dahinter gemacht, so auf glaube ich 6,98 oder so, dann hast du da einen perfekten Schaltpunkt kurz zu 7000, dass du nicht Begrenzer fährst und dann ist ziemlich cool, dann blinkt das auch ein bisschen, kann man sich dann orientieren, wenn man sich das dann halt so ins Cockpit halt hängt, dann siehst du ungefähr, wann du schalten müsstest. Ist ein ganz nices Feature. Und ja, dann zeige ich euch noch, was es hier sonst noch für Sachen gibt. Und zwar habt ihr noch die Dauges, nenne ich das jetzt einfach mal. Das ist eine grafische Darstellung von dem, was ich da eben erzählt habe. Da könnt ihr auch euch ein eigenes Board anlegen und eigene Parameter anzeigen lassen in der gewünschten und daher, also in der gewünschten Form und in der gewünschten Art und Weise. Hier ist es jetzt einfach so, dass
hier drei vorgegeben sind, die könnt ihr auch bearbeiten. Und wenn man hier unten, glaube ich, auf, es geht glaube ich nicht, weil ich gerade abspiele, kann man auch hier durchhalten oder sowas da edit und welche hinzufügen. Das ist ganz, ganz coole Spielerei. Dann hat man so eine grafische Darstellung als Tacho-Ding, was sich da dreht. Ganz nice ist noch das Performance-O-Meter, nenne ich das jetzt mal. Man hat hier man kann hier Viertelmeile machen, man kann hier von 0 auf 60, also 0 auf 100 km/h kann man stoppen. Unten rechts zeigt er die km/h an, die man abruft, und man kann auch das starten, das im Prinzip da, und oben rechts, die hast du so eine Ampel, und dann kannst du mit der Ampel auch wirklich eine Viertelmeile, Achtelmeile oder sowas messen, und da haut ihr auch die Zeiten daraus. Ist eigentlich ganz cool, ich habe das mal ausprobiert, ist aber schon ein bisschen ein Weilchen her. Genau, zum Data Grid komme ich gleich, das ist ein bisschen komplizierter. Diagnostik funktioniert überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Also da ist Kali um Welten überlegen, das kann man hier eigentlich vergessen, ich ignoriere das auch komplett. Dann habt ihr noch so ein kleines Skidpad. Wenn ihr das irgendwie seht, dann könnt ihr so die Acceleration, also die Beschleunigungskräfte merken, wenn ihr das Handy irgendwie fest im Auto habt, wie viel G-Kräfte, Bremsen, Beschleunigung links, rechts ihr dann hattet. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Inklometer ist für die Road-Fahrer für euch wahrscheinlich ganz interessant. Und dann sieht man hier sofort, wie das Ding komplett durchdreht. Zwar kommen wir zum Data Grid. Ihr seht jetzt hier erstmal eine ewig lange Liste von allen möglichen Daten. Er würde 1000-mal mehr anzeigen, wenn ich jetzt in meinem Auto drin säße. Die ganzen Parameter, die zeigt er eigentlich auch an. Jetzt zeigt er nur ein paar, weil ich mit meinem Auto nicht connected bin. Ist ganz cool, man kann hier, das geht jetzt nicht, weil hier gerade was läuft, man kann hier, man hat eine ganz ziemlich lange Liste, verschiedene Sensoren ansteuern kann, und deswegen war nämlich vorher wichtig, ich mache das mal kurz aus, dass ihr, wenn ihr im Vehikel drin seid, dass ihr dann unten macht Validate PIDS, da könnt ihr nämlich welche mit der App kooperieren und welche funktionieren, das ist ziemlich cool. Ja, so, ich mache es mal kurz. Ich will mir die ganzen Daten nicht langweilen. Wenn ihr Bock auf Daten habt und euch das auf jeden Fall interessiert, ein bisschen mehr über das Auto zu erfahren, ein paar Sensoren auszulesen während der Fahrt, ein paar Sachen zu loggen, dann ist das hier, die App kostet 10 Euro, ist eine ziemlich coole Spielerei, eine ganz coole Lösung. Hier habe ich nämlich meine technischen Daten von meinem BMW gefunden. Ich habe einfach gesucht, BMW technische Daten 330i bei Google, mit Baujahr 2005, 2006 um den Dreh. Und dann habe ich hier diese Liste bekommen. Hier rechts ist mein 330i und dann sieht man hier Getriebeübersetzung, Hinterradübersetzung, und dann könnt ihr einfach die Daten hier ganz einfach übernehmen. Also erster Gang 4,35, das in Klammern ist immer für die Automatik, und dann zweiter Gang 2,5, und das habe ich dann einfach hier so übernommen, wie man sieht, so 2,5, 1,6, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 8, 5. Und dann könnt ihr den perfekten Schaltpunkt euch anzeigen lassen, der dann aufgrund auch der Getriebe und der Geschwindigkeit dann angezeigt wird. Das ist ziemlich cool. Und ja, ansonsten hier Gewicht, zusätzliches Gewicht, Koeffizienten und sowas. Das ist jetzt einfach so ein bisschen Spielerei. Ich weiß nicht, ob ihr das immer jetzt verwendet, aber ich habe es jetzt hier einfach erstmal alles drin. Und ja, im Großen und Ganzen war es das hier von der App. Ziemlich geil finde ich die Funktion. Bin ich hier falsch gelandet? Ziemlich geil finde ich die Funktion vom Data Grid. Das finde ich mega nice, dass man so viele Daten auslesen kann und da so viele Informationen herkriegt. Und muss ich so zurück? Ups. Und das Dashboard finde ich ziemlich nice, wenn man das in dieser Position habe ich ziemlich oft im Auto mitlaufen. Das ist so die perfekte Übersicht, wie ich finde. Du siehst, wie viel Sprit du verbraucht hast, du siehst, wie weit du gefahren bist, du siehst den Durchschnittsverbrauch, die Kosten, wenn die denn stimmen würde, wäre eigentlich ziemlich geil, aber im Prinzip kannst du ein bisschen Kopfrechnung machen, wenn du weißt, 1 Liter, dann weißt du, was du pro Liter zahlst, und dann hast du hier unten Maximum Speed, Maximum Boost und so die wichtigsten Daten, wie ich einfach finde, so auf einem Überblick. Und dann, welche Zeit ihr in welchem Gang verbracht habt, ist bei langen Autofahrten ganz interessant, um mal zu schauen, wie man so rumgefahren ist. Und ja, das war's so im Großen und Ganzen von der App. Viel Spaß, also wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Herumtüfteln und beim Daten auslesen. Ich find's ziemlich geil. Also wenn ihr wirklich wissen wollt, irgendwie, ich habe noch zwei, drei andere Apps,
Die zeige ich euch jetzt einfach mal, dieses Engine Link, UBD Fusion, GPS Buddy von Harry. Da gibt es noch diesen geilen Super Harry Grand Prix App, die habe ich mir noch nicht geholt. Das überlege ich mir auch nochmal zu holen, wenn ich das nächste Mal zum Nürburgring fahre. Weil die nimmt richtig geile viele Daten auf. Das ist so eigentlich die beste App, die man so kriegen kann. Ja, wenn ihr irgendwie noch die anderen Apps mal vorgestellt haben wollt, dann sagt Bescheid. Ich habe ansonsten auch noch hier Kali, die habe ich auch am Start. Weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich kenne mich da eigentlich ganz gut aus mittlerweile, weil ich schon viel mit rumgefummelt habe. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr Bescheid sagen. Ansonsten viel Spaß beim Fummeln und mit der neuen App und zählt mal, was ihr für Daten da irgendwie loggt mit euren Autos. Also, peace.